herzlich willkommen zu meinem achten Food Diary. Zum Frühstück gab es die Carrot Cake Overnight Oats. Wie ich die gemacht habe, seht ihr in meinem Video 3 Frühstücksideen zum Abnehmen. Ich verlinke euch das hier oben in der Ecke. Zum Mittagessen gab es Pellkartoffeln aus Kartoffeln, die ich auf einem Hofladen gekauft habe. Sehr wenig gedüngt und sehr aromatisch. Und ich muss sagen, es lohnt sich wirklich dafür, etwas mehr Geld auszugeben. Ja, ich habe das dann gegessen mit brauner Soße und Salat. Ich mag das total gerne, wenn man die Kartoffeln so in der Soße zermatscht und dann Salat dazu isst. Und abends gab es dann einen leckeren Salat mit Kichererbsen, grünem Salat, Tomaten, roten Zwiebeln, Peperoni, etwas Bärlauch und Karotten und dazu meine Lieblingssalatsoße. Dieses Mal gab es zum Frühstück die Zoats. Das Rezept und so weiter findet ihr auch in dem Video mit den Frühstücksideen. Zum Mittagessen gab es aus den restlichen Pellkartoffeln einen Salat mit Frühlingszwiebeln, ein bisschen normale Zwiebeln, eine rote Paprika und das Dressing besteht aus Gemüsebrühe, Senf, Salz und Pfeffer. Ja, das war's. Dazu gab es hier diese Sojabratlinge von Davert, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und ganz also auf dem Teller angerichtet sieht das dann so aus. Das war dann mein Mittagessen. Und hier das dritte Frühstück von meiner Serie Veganes Frühstück zum Abnehmen. Das war der fluffige Quark. Hier habe ich mal einen Bulgursalat gemacht, wie ich ihn sonst normalerweise nicht mache. Und der war richtig gut. Und zwar mit Cranberries, hier sieht man die, dann Gurken, Dill, Petersilie, Oliven, Pinienkerne. Ja, der war total gut. Dazu gab es gebratene Tofuscheiben, die ich mit Sojasauce abgelöscht habe. Zum Frühstück gab es diesmal Haferflocken, also Overnight Oats. Die hatte ich mit Mandelmilch und Zimt vorbereitet und am nächsten Tag Äpfel drüber. Und dann habe ich noch ein bisschen Mandeln drüber gehobelt und ein paar Cranberries. Das war auch total gut, dazu ein Kaffee mit Mandelmilch. Ich hatte noch Champignons im Kühlschrank, die weg mussten. Die habe ich dann kurzerhand gebraten mit Salz, Pfeffer und Paprika. Und dazu gab es nochmal den Bulgursalat, den hatte ich noch übrig vom Vortag. Und abends dann den letzten Rest von dem Bulgursalat nochmal mit einem grünen Salat mit Gurken und Tomaten und Baguette mit Curry-Papaya-Aufstrich. Und zum Frühstück gab es dann auch nochmal Baguette mit dem Curry-Papaya-Aufstrich und eine Fleischtomate und einen Kaffee mit Mandelmilch. Zum Mittag hatte ich dann die Enchiladas mit Gemüsefüllung und dazu einen Salat mit meinem Lieblingssalatdressing. Das nächste Frühstück bestand nur aus dem Sojaquark von Alpro mit Banane und ein paar getrockneten Physalis, weil ich dringend abnehmen muss. Zum Mittag gab es Spargel mit Kartoffeln aus dem Thermomix. Ich finde, das schmeckt immer richtig lecker da draus. Und dazu habe ich hier so Fischstäbchen gebraten aus dem Aldi Nord. Die sind nämlich vegan, nur die Remouladensoße, die dabei ist, die ist vegetarisch und die schmecken original wie echte Fischstäbchen. Ich war fassungslos. Ja, und so sieht das Ganze dann angerichtet aus. Lecker, lecker. Ich habe über Nacht Quinoa eingeweicht und der keimt ruckzuck. Also ihr seht jetzt hier schon morgens so, dass er gekeimt hat. Und ich verwende den jetzt mittags für einen Rohkostsalat und habe mir dann aber direkt was davon abgenommen und habe das auch fürs Frühstück genommen und habe mir jetzt von dem Quinoa etwas in meinen Sojajoghurt von Alpro und einen Apfel eingerührt. Ja, und das kann man als Frühstück auch sehr gut essen. Und dazu gab es einen Kaffee mit Hafermilch diesmal. Und das ist jetzt hier der Salat mittags, der Quinoa-Rohkostsalat. Das Rezept ist von der Nicole von Mehr als Rohkost. Dazu habe ich mir einen Kräuterseitling gebraten. Ja, und das war richtig lecker zusammen. Eine gelungene Kombination. Nachmittags zum Kaffee gab es 2 Stückchen Walnuss-Chia-Butter mit Simpli-Aufstrich und Zuckerrübensirup. Dazu einen Kaffee mit Hafermilch. Hier seht ihr jetzt mal unseren Frühstückstisch. Es gab Schwarzbrot und Vollkorntoast und Simpli, dann Zuckerrübensirup, Bratapfelmarmelade und Brombeermarmelade von mir selbst gemacht, Avocado, Radieschen und Gurken. Ja, und dazu hatte ich einen Kaffee mit Hafermilch und das war mein Toast mit Avocado und Radieschen. Hier kochen jetzt Nudeln für einen Nudelsalat. Dazu gibt es Zucchini und hier Zwiebeln und das, was da noch so steht. Die Zwiebeln habe ich jetzt in dem Fissler Feincut geschnitten, weil ich kann nicht mehr als eine halbe Zwiebel schneiden, ohne direkt in Tränen auszubrechen. Das geht einfach nicht mehr. Und das geht so toll und so ruckzuck da drin. Also einfach nur 5-mal ziehen und schon sind die Zwiebeln so klein, wie ich sie haben will. Perfekt.
Ja, dann habe ich die, also in der Zeit, wo die Nudeln kochen, können wir dann auch schon mal die Zucchini schneiden. Und dann habe ich etwas Sojasahne oder besser gesagt das ganze Päckchen, nicht nur etwas, in die Pfanne gegeben. Und das habe ich dann nochmal so ein bisschen mit Wasser ausgespült, aber wirklich nur ein bisschen. Und dann kommt da Oregano rein, und dann wird das Ganze so ein bisschen aufgekocht mit den Zwiebeln und mit den Zucchini. Aber wirklich nicht lange, höchstens, sage ich mal, so 1, 2 Minuten. Die Zucchini sollen auf jeden Fall noch Biss haben, also nur eine kurze Zeit. Dann habe ich das Ganze jetzt über die gekochten Nudeln geschüttet. Ihr seht ja hier, das sind nicht so viele Nudeln. Je mehr Gemüse, je weniger Kalorien. Ja, und dann habe ich das gewürzt mit Salz und Pfeffer, ein ganz kleines bisschen Öl und ein bisschen Essig damit rein. Und dann ganz viel Schnittlauch, Petersilie, Basilikum, gerne frisch, aber ich hatte jetzt nur tiefgekühltes. Und dann wird das eigentlich ein ziemlich kräuteriger Geschmack sozusagen, weil die Zucchini und die Nudeln haben ja nicht viel Eigengeschmack. Ja, und fertig angerichtet sah das Ganze jetzt so aus. Von den Nudeln hatte ich direkt mehr gekocht, deswegen gab es abends gebratenen Spargel. Dazu ein bisschen Bärlauchpaste, die ich selbst gemacht habe, und Salz und Pfeffer. Beziehungsweise Salz musste eigentlich gar nicht mehr rein, weil die Bärlauchpaste ist salzig genug. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Das reicht, das schmeckt richtig gut. Und damit endet das 8. Food Diary. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.